Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Dragon Ball Super Video, denn die nächsten 4 Folgen von Dragon Ball Super wurden jetzt geleakt und ich wollte einfach mal kurz darüber sprechen und ich habe auch heute mit dabei den Anibis. Yo Leute, Anibis hier auch am Start. Okay Leute, also die 4 Folgen wurden geleakt ab Folge 50 und wir wollten ganz kurz drüber sprechen und euch einfach die Information geben. Und zwar, die erste Folge, die geleakt worden ist, ist die Episode 50, Goku vs. Black. Und das hört sich schon sehr, sehr interessant an. Ich würde schon sagen, dass es jetzt, glaube ich, ein kurzer Kampf ist. Was meinst du, wird es eher ein kurzer Kampf sein oder wird es ein bisschen länger gehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, weil es halt so ein Titel ist, dass das wirklich sehr, sehr kurz sein wird. Ja, auf jeden Fall mit diesem Titel kann man übelst verarscht werden, weil das ist einfach so ein Titel, den man einfach so richtig hart benutzen kann für so einen End-Showdown, aber das kann ja nicht sein, weil Black haben wir erst vor 2 Folgen geleakt bekommen und jetzt können wir ihn nicht schon zerstört bekommen von Goku. Also es kann nicht so ein heftiger Kampf sein, das muss auf jeden Fall noch was Kurzes sein. Bin ich auch ziemlich gespannt, wie das Ganze aufgelöst werden wird, weil man weiß ja nicht, wie stark Black Goku jetzt ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Goku und Vegeta zusammen stärker sind oder Goku alleine stärker ist als er, weil Black ist stark, keine Frage, aber wir haben auch gesehen, dass Trunks ein bisschen weit hinten ist von der Stärke und Dragon Ball Super Verhältnisse sind ja enorm krass. Deswegen ist die Frage, was mit Black Goku ist. Wir haben ja auch noch den Ohrring, da wird ja auch noch bestimmt was passieren, eine Fusion oder so. Deswegen wird Black Goku wahrscheinlich nicht so stark sein, wird wahrscheinlich ein kurzer Kampf sein und mehr nicht. Ist dann auch interessant, wie das gelöst werden wird, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Dann haben wir Episode 51 und das ist Mais Gefühle übertreffen die Zeit. Finde ich auch nochmal sehr interessant, dass Toriyama mit Mai so krass rumspielt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass sie nochmal so wichtig wird. Weil es erscheint ja wirklich so. Ich meine, ja, Zukunft Mai war kurz da, hat seinen Tod, war jetzt nicht so spektakulär für uns als Zuschauer, weil die halt ein Charakter war, der nicht so präsent war. Und jetzt scheint es irgendwie, dass irgendwas mit ihr ist. Denkst du, das ist was mit der jungen Mai zu tun hat, also die aktuelle Dragon Ball Super ist, oder dass es die Zukunft Mai noch irgendeinen Impact haben wird oder dass man ein Flashback bekommt oder irgendwie sowas in der Art? Erstmal so ganz ehrlich, ich finde es übelst gut, dass Toriyama so auf Mai eingeht, weil ich habe Mai schon immer gemocht, also auch damals in Classic, in GT und dann halt noch in Dragon Ball Z. Okay, in Dragon Ball Z hat man ja kaum gesehen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass Mai so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil ich habe die schon eigentlich immer gemocht. Und ich denke, das hat eigentlich was mit der jungen Mai zu tun, weil ich denke, weil die tote Mai ist ja wirklich einfach tot und ich denke, die werden da nicht wirklich viel auf die rumhacken, die werden sie wirklich einfach mit Tod belassen und ich werde dann... Irgendwas mit der jungen Mai wird auf jeden Fall passieren. So, ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, was da passieren wird, wie das da steht. Mais Gefühle werden übertreffen die Zeit. Ich denke dann einfach so, dass es auch vielleicht sein könnte, dass die Zukunft Mai, also die tote Mai, irgendwas mit der Energie gemacht hat. Also dass wirklich ihre Gefühle oder so irgendwas mit der Energie gemacht hat, die halt Trunks für die Hinreise gebraucht hat. Oh, das wäre krass, wenn er sowas machen würde. Ist dann nochmal wegen der Umsetzung ein bisschen schwer. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es so sein wird, dass Future Trunks vielleicht Mai sieht und dann irgendwas in ihn hochkommt und dann wird er wahrscheinlich die Geschichte erzählen oder so. Irgendwie sowas. Vielleicht ist Mai auch der Grund, wieso er aufhört, gegen Goku zu kämpfen, weil in der Preview haben wir gesehen, dass er gegen Goku kämpft, wobei das auch ein bisschen schwer ist, weil wir sehen ja in der Folge 50 Goku vs. Black und da hat Trunks ja schon längst aufgehört zu kämpfen. Also ist das ein bisschen komisch, aber ich glaube, es wird so sein, dass Trunks sich durch die junge Mai, durch irgendwas erinnert oder so und dann wird so ein Flashback bekommen, wie die beiden damals wahrscheinlich zusammengekommen sind, weil man weiß ja gar nicht, was abgeht, weil auf einmal war Future Trunks einfach mit ihr zusammen. Deswegen. Wie gesagt, das ist halt die einzige Theorie, die ich habe, dass die zukünftige Mai irgendwas mit ihrem Gefühl gemacht hat, um die Hinreise von Trunks sozusagen zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Aber sonst könnte ich mir wirklich gar nichts unter dir vorstellen. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, dass Zukunft-Trunks auf die Mai halt von der Vergangenheit trifft und dort dann irgendwas hochkommt, weil das finde ich eigentlich auch, ist eine sehr gute Theorie, aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass der zukünftige Trunks irgendwas mit der Kinder-Mai sozusagen machen wird, also irgendwie mit der interagieren wird. Also irgendeine Verbindung wird da bestimmt entstehen, denke ich auch. Und jetzt kommen wir wirklich zur Hype-Zeit, würde ich schon fast sagen, denn Episode 52, Gohan und Zukunftstrunks. Und das ist wirklich richtig geil. Wir haben auch ein Video drüber gemacht, über Gohan und Trunks, dass sie zusammen trainieren. Und ich finde wirklich, dass es schon so früh passiert, ist sehr, sehr geil. Und dass Gohan und Zukunftstrunks sich treffen, sagt ja irgendwie, dass Black Goku auf jeden Fall schon mal weg ist, weil Gohan ist ja weiter weg, der kann ja nicht einfach so dazukommen, wenn er noch voll Trouble ist, sag ich mal so. Grob würde halt vom Storytelling vielleicht nicht so ganz gut passen, deswegen ist es vielleicht schon der Trainingsakt, der dann beginnt, was meinst du? Ich denke, Gohan wird mit Trunks irgendwie, also die werden aufeinandertreffen, weil wie gesagt, Gohan ist ja gerade nicht da und das könnte dann auch wirklich realistisch sein, dass Gohan auf Trunks erst ein paar Folgen später trifft.
Und ich denke dann, dass es gibt da so ein Bild von Trunks und Gohan, wo Trunks halt aus der Zukunft kommt und dann Gohan sieht, was für ein Lappen er geworden ist und dann einfach weint so. Und das könnte ich mir dann auch auf irgendeine Art und Weise so vorstellen, dass er halt so Trunks sieht, so sagt, was geht und so. Und im Kopf denkt er so, Alter, was ist das für ein Lappen geworden und so. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, weil Son Gohan hat doch wirklich auch an Muskelmasse auch verloren. Das sieht man ihn ja auch wirklich an, dass er wirklich ein Lappen geworden ist. Ist ja nicht nur, dass es irgendwie seine Form ist, sondern er hat auch wirklich an Muskelmasse verloren. Und diese Frisur, naja. Ich kann mir dann wirklich vorstellen, dass die aufeinandertreffen und... Boah, allein dieser Folgentitel, der löst schon bei mir den Hype-Train aus. Auf jeden Fall. Also, ich finde sowieso in Dragon Ball Super momentan, dieser Arc, dieser Future Trunks Arc, der dann bald zum Black Arc werden wird, so wie damals der Android Arc zum Cell Arc, würde ich sagen... der riecht für mich richtig krass nach dem Cell-Arc mit ein bisschen Buu-Arc, weil, wie gesagt, Future Trunks ist wieder da, das spricht halt für Cell-Arc und es kommen Charaktere wieder wahrscheinlich, weil ich denke, Gotenks, also Goten und Trunks, kriegen nochmal ein Comeback und Gohan wurde jetzt auch wirklich mit diesem Folgentitel schon angeteased, würde ich schon fast sagen. Und Trunks und Gohan, also Future Trunks und Gohan, die sind beide Charaktere, die ja schon krass gehypt sind, Fan-Favorite sind und die beide irgendwie nachgelassen haben. Future Trunks nicht wirklich, aber jetzt, als man ihn wieder gesehen hat, man war nicht enttäuscht, man war aber überrascht, dass er wirklich, so schwach da gestanden hat und als Bulma gestorben ist, hat er nichts gemacht und so. Es war natürlich für ein Ziel, natürlich, damit man alles retten kann, aber trotzdem war es sehr, sehr komisch, gerade für einen Saiyajin. Und die beiden Charaktere jetzt in eine Folge zu packen, die wir sich wahrscheinlich dann ein bisschen austauschen werden, dann später trainieren werden, finde ich für diesen Arc einfach enorm geil, was Dragon Ball Super wieder wirklich sehr, sehr weit nach oben hypt. Werden wir auf jeden Fall mal abwarten, was dann passiert. Training wird auf jeden Fall richtig geil sein. Raum von Geist und Zeit oder so wäre auf jeden Fall sehr cool. Dann kommen wir auch zum letzten Titel und zwar Episode 53, aufgedeckt, Blacks wahre Identität. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen interessant, was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich interessant, denn Blacks Identität scheint wirklich nach nur ein paar Folgen komplett aufgelöst zu sein. Ich war schon im Hype bei der Folge 52, als Gohan und Trunks aufeinandertreffen. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Titel lese, dann bin ich nicht nur auf den Hype-Train, sondern auf der Hype-Überschallwolke. Und ganz ehrlich, wow, ich finde das so krass, dass einfach die Macher von Dragon Ball Super, das ist ja nicht wirklich Toriyama, ist irgendwie so ein Assistent, dass er wirklich nach ein paar Folgen schon Blacks Identität aufdeckt. Und das finde ich wirklich cool, dass er nicht irgendwie so sagt, yo, ich bin ein Hurensohn und lässt das noch ein paar Folgen euch zittern und sowas. Das finde ich wirklich cool und ich hoffe auch wirklich, dass er mal wirklich das auch wirklich vernünftig aufdeckt und nicht irgendwie nur so halb aufdeckt. Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird vielleicht wie die kleine Einführung für den Kaioshin, den wir im Intro gesehen haben, also den grünen Kaioshin. Ob der jetzt gut oder böse ist, ist mal dahingestellt. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ja vielleicht die Leute durch die Zeit reisen. Könnte sein, muss nicht sein und dass sie dann auf diesen Kaioshin treffen und der dann die Geschichte erzählt, weil es wurde ja auch gesagt, es geht viel um Kaioshins, Omni-King und auch die Götter der Zerstörung und deswegen glaube ich schon, dass dieser Kaioshin, dieser grüne Kaioshin, perfekt ist, um die ganze Geschichte zu erzählen, was passiert ist, in Kombination natürlich mit Future Trunks, der sehr, sehr viel erzählen wird und deswegen, wie gesagt, wird es dann wahrscheinlich so aufgelöst und wir werden wahrscheinlich alle einen Schocker bekommen, weil ich habe das Gefühl, dass es doch irgendwas ist, was keiner von uns so wirklich erwartet. Ich würde mir auch übelst gern so einen Showdown zwischen Gohan und Black wünschen, weil einfach diese beiden, wow, das wäre einfach sowas von krass, weil, Black ist halt wirklich so gehasst von Trunks und Gohan ist dann wirklich so geliebt von Trunks und ich würde mir einfach so einen Showdown wünschen, das wäre einfach zu krass, also Gohan in seiner Mystic-Form und dann Black halt in seiner, keine Ahnung, ich weiß nicht in welcher Form er gerade ist, aber ich würde mir das halt übelst wünschen. Ja, gerade auch um Gohan zurückzubekommen, einfach als Charakter und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Goku für den Arc rausgenommen wird, weil er hat einen Potara-Ohrring, es muss keine Fusion sein, aber ich habe doch schon irgendwie das Gefühl, dass mit Goku irgendwas passieren wird. Und es wäre eigentlich von der Zeit her ziemlich gut, Goku rauszunehmen, weil Goku war mit Vegeta immer der Hauptprotagonist, aber Goku war immer ein bisschen weiter vorne. Und jetzt vielleicht Vegeta einen heftigen Kampf zu geben, Gohan einen heftigen Kampf zu geben und Gotenks zurückzubringen mit Future Trunks wäre einfach perfekt für Dragon Ball Super und hat wieder diese Anlehnung an die alten Arcs. Um ehrlich zu sein, es wird ja gerade alles darauf gespielt, dass Goku gegen Black ankämpfen wird. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, allein, dass wir in Folge 50 den Titel Goku gegen Black haben, ist allein der Grund dafür, warum der Endkampf nicht Goku gegen Black sein wird. Weil allein dieser Titel wird da schon so weggenommen, weil das ist einfach so ein Titel, den wir bis jetzt immer hatten. Zum Beispiel Goku gegen Hit oder Goku gegen Frost oder irgendwie sowas. Und das ist halt wirklich ein entscheidender Titel und allein, dass sie diesen Titel jetzt schon weggenommen haben, ist schon ein Foreshadowing darauf, dass Goku nicht gegen Black ankämpfen wird, sondern irgendjemand anders. Ich wünschte mir da wirklich so Trunks oder Gohan, weil also Gohan, ich bin ein riesengroßer Gohan-Fan, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Gohan da gegen ihn kämpft. Bei Trunks könnte ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil
Ich meine, er kann jetzt nicht in der Zeit zurückreisen, ein bisschen trainieren und dann Black alleine ficken. So, das kann er einfach nicht machen, weil das ist dann einfach nur so eine Trainingseinheit, die er hatte in der Vergangenheit. Deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass er gegen Trunks, dass er gegen Black kämpfen wird. Gohan könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vegeta, naja, wir haben bis jetzt in Dragon Ball Super immer Goku und Black, Goku und Vegeta immer als Einheit gesehen. Und jetzt alleine Vegeta, das könnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wie gesagt, Gohan könnte ich mir übelst gut vorstellen, allein Gohan gegen Black. Ich würde es mir auch wünschen, dass vielleicht Gurten oder Trunks irgendwas halt da machen könnten. Also irgendwie da, ja, dass die halt nicht verworfen werden, so wie in den letzten Filler-Arc, wo die halt als Gotenks fusioniert sind, in Super Saiyan 3 gegangen sind und wirklich so hart auf die Fresse bekommen haben. Ich meine, in Dragon Ball Z war der Super Saiyan 3 das Nonplusultra und hier würden die einfach von irgendwelchen Filler-Charakteren gefickt, so. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Goten und Trunks, also Kid Trunks und Kind Goten, irgendwie fusionieren, da auch irgendwas machen könnten. Ja, wenn es ein Trainings-Arc wird, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit vergehen. Gerade in Dragon Ball wird auch oft, also viel mit Zeit gespielt, dass viel Zeit vergeht. Das wird da ja nicht wirklich gespart, wie in anderen Animes oder Mangas. Deswegen ist ja vielleicht der Moment, wo sie zu Teen-Goten und Teen-Trunks werden. Und dadurch werden sie auf jeden Fall viel, viel stärker. Und ich muss echt sagen, ich finde die Denkweise ganz gut, die du hast. Weil es hört sich so dumm an zu sagen, okay, Episode 50 Goku vs. Black, jetzt ist das so raus, das kann man später nicht mehr machen. Aber wenn man mal logisch nachdenkt, dann war es immer so, dass man immer diese zwei Charaktere hatte, die man gegenüberstellt. Und da es jetzt so früh schon passiert, heißt es ja, dass es später ein anderer Gegner sein wird. Deswegen glaube ich auch echt wirklich daran, dass es entweder Gohan, Trunks oder Vegeta ist. Gotenks sehe ich da ein bisschen kritisch, vielleicht kriegt er einen kurzen Kampf, aber keinen Endkampf. Wie dem auch sei, das ist jetzt ein bisschen weiter hinaus gegangen, das Video. Schreibt uns mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird am Ende gegen Black kämpfen, was habt ihr für Vermutungen? Und ja, damit bin ich auch raus. Schaut auf jeden Fall bei Anibis vorbei, ist natürlich der erste Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein! Hier in der Hand bin ich, unbesiegbar, sag mir, spürst du es auch, dass sie sich fürchten von mir und wir ziehen den Kampf in dich. Sag mir, spürst du, was sie fühlen, diese Angst vor mir, sie haben Angst vor dieser Power. Könnt ihr sie spüren, diese Power? Werd euch beschützen mit der Power. Hebt die Hände in die Luft, für das Finale schenkt mir Energie. Ich kriege gegen Götter, du hörst meinen Namen schreien, der Gott der Saiyajins. Die Legende wurde prophezeit, Beerus kommt zum Kampf vorbei. Ja, ich hab keine Chance, doch ich geb nicht auf, dieser Kampf noch nicht verloren. Ich bin zwar oft gestorben, doch ich wurde noch nie besiegt. Stehe wieder auf, weil der Chakra in mir fließt. Es wird ein großer Krieg, das hier war der Anfang. Um ihn zu bezwingen, muss ich mit dem Training.